Das Rätselraten ist vorbei, der neue Vorsitzende ist gewählt. Reinhard Kardinal Marx, der Erzbischof aus München und Freising, ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die ganze Presse baut hier schon wieder ab. Doch jetzt kommt die Bewertung des neuen Vorsitzenden. Neben mir darf ich nun Dorothea Sattler begrüßen. Sie sind Professorin an der Universität Münster für ökumenische Theologie und Dogmatik. Frau Sattler, was sagen Sie zu dem neu gewählten Vorsitzenden? Mit Reinhard Kardinal Marx haben wir einen Vorsitzenden gewählt. Die Bischöfe haben ihn gewählt, aber wir begrüßen ihn freundlich. Wir haben einen Vorsitzenden, der sehr erfahren ist, der sich gut auskennt in verschiedenen Diözesen, also seine Heimatdiözese Paderborn, dann Trier, dann München. Also er kennt die deutsche Diözesanlandschaft und er ist erfahren und hat vor allem sehr viele Kontakte nach Rom. All das wird der deutschen Kirche gut tun. Arbeitsschwerpunkt ist die Ökumene. Welche Aufgaben kommen denn in der Ökumene auf den Vorsitzenden zu? Ich habe Kardinal Marx erlebt an zwei Stellen, auch im ökumenischen Kontext. Einmal im Blick auf den Katholikentag in Saarbrücken, da war er noch Bischof von Trier. Und dann eben beim zweiten ökumenischen Kirchentag in München. Dort hatte er natürlich eine sehr verantwortliche Position. Und in beiden Zusammenhängen habe ich ihn offen für das Gespräch mit der evangelischen Kirche erlebt, auch geduldig und auch hörbereit, natürlich auch mit der entsprechenden Position, die wir auch natürlich in der Konfession einzunehmen haben, aber durchaus offen. Und wenn ich es recht gehört habe, hat er heute auch die Ökumene als doch einen Bereich angesprochen, der gerade in Deutschland sehr wichtig sein wird. Sie sind zur Sprecherin des Arbeitskreises Pastorale Grundfragen des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken geworden und damit ganz dick involviert in den Dialogprozess. Welche Aufgaben stehen hier für den Vorsitzenden auf dem Programm in naher Zukunft? Wir haben im September die vierte Runde, also das vierte Jahr, von Erzbischof Zollitsch ja ausgerufen, dieser Dialogprozess. Und im vierten Jahr steht das Thema Zeugnis, Martyria, also Zeugnis für das Evangelium im Mittelpunkt. Und das klingt ja jetzt auch in all diesen Tagen an. Immer wieder ist der Bezugstext der von Papst Franziskus, Evangelii Gaudium. Also es wird darum gehen, wie wir gemeinsam Laien und auch dann auch Menschen im priesterlichen und bischöflichen Amt dann tätig sein können bei der Verkündigung des Evangeliums und Zeuge und Zeugin sein können für das Evangelium. Das ist das Gemeinsame, das uns verbindet und das auch die Zukunft prägen wird. Ich erhoffe mir eine hohe Dialogbereitschaft, eine doch offene Gesprächsbereitschaft. Auch heute klang es an, gestern war das Thema hier bei der Vollversammlung, wiederverheiratet Geschiedene, da braucht es neue Wege. Auch in Rom ist ja diese Botschaft sehr deutlich auch angekommen und Kardinal Walter Kasper hat sich entsprechend geäußert. Das sind alles Prozesse, die es auch in Deutschland zu rezipieren gilt. Und ich habe den Eindruck, dass die deutschen Bischöfe auf diesem Weg gut weitergehen. Und dann braucht es eben entsprechende Gespräche und Dialoge. Dorothea Sattler, herzlichen Dank für das Interview und diese kurze Einschätzung so kurz nach der Wahl von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Dankeschön. Danke.